Jakob hat gerade festgestellt, dass er eine geil tiefe Stimme hat. Otto. So ist es. Guten Abend, hallo. Und echt gut, ne? Ja, jetzt muss es losgehen, ne? Nee, jetzt würde ich gerne eigentlich abbrechen und so ein paar Bücher einlesen. Ja? Also ich würde ein paar Bücher einlesen. Oh, das mag ich der nicht. Der Herr der Ringe. Wenn so Schauspieler, wenn die dann so sich selber so gefallen beim Einlesen eines Hörbuches. Horror. Absoluter Horror. Ich mir richtig durchgefallen. Ihre Stimmen verstellen, wenn sie eine andere Rolle annehmen und so, dann kannst du nämlich nicht einpennen. Christoph Maria Herbst, ein geehrter Kollege, aber Horror. Man kann nie zu einem Hörbuch von Christoph Maria Herbst einschlafen. Ist nicht möglich, weil er die ganze Zeit so redet. So. Aber ist das denn, weil er so engagiert ist und das gut machen will? Ja. Oder was ich ja nicht mag, ist dieses, dass bei jedem Wort durchklingt, dass derjenige das Gefühl hat, besser hat ja wohl noch nie einer ein Hörbuch eingelesen als ich in dieser Sekunde. Das stimmt, ja. Und wenn man das so hört, das gibt es auch manchmal bei Schauspielern, die irgendwas moderieren. Mhm. Das ist ja auch technisch oft gut und man weiß gar nicht, was stört einen denn jetzt eigentlich. Es stört einen, dass man das Gefühl hat, man guckt ein Theaterstück, wo auch ein Moderator eine Rolle ist. Ah, da fallen mir ein paar ein. Na? Nee, sag ich, muss ja nicht sagen. Na, komm. Nee, aber was ich interessant finde, Schmitti, ist, dass du Christoph Maria Herbst dafür kritisierst, dass er Nein. das, wie du sagst, besonders ja, gut macht, weil wenn es zu den seltenen Gelegenheiten kommt, dass mich immer jemand anspricht auf dem Podcast, irgendwer auf der Straße, und wenn der dann oder die dann sagen, ja, ich schlafe da mal zu ein oder so, ne, dann lächle ich und sage, super, klasse und toll, ne, aber innerlich will ich dem eine Ohrfeige geben und weiterlaufen, weil es mich das so wütend macht. Weil ich dulde nicht, dass ihr da draußen zu unserem Podcast einschlaft. Deswegen schreie ich jetzt mal ganz laut, falls Leute gerade in der Einschlafphase sind. Bitte nehmt die Kopfhörer. Ja. Hallo! Aufwachen! So. Jo. Das ist gut. Draußen ist ein sogenanntes Gathering. Ja, an der Kaffeemaschine. Da wird gegathert und gemingelt. Da... Ne, um so ein bisschen hier die Atmosphäre einzufangen. Was ist los? Ne? Hier ist es tatsächlich so, bevor dann alle sich praktisch den Lederlappen unter die Hose schnallen und auf der Rutsche ins Bergwerk sausen, stehen hier oben nochmal an der Kaffeemaschine. Ja, weil so ein Arbeitstag hat 8 Stunden und die ersten 3 muss ja erstmal ein Kaffee zubereitet werden. Ne? Genau. Ja, aber es wurde so richtig gequatscht und so. Ja. Also muss man sagen, es ist eine schöne... Ich bin schlecht drauf, weil ich wurde, als ich in die Garage gefahren bin, von jemandem, der auch in der Garage war, schon, Schmitti, du hast darüber schon mal einen Aufsatz hier gehalten bei Baywatch Berlin, gejunger Mann. Oh. Und die, vom Hausmeister? Genau, der Hausmeister hat gesagt, junger Mann. Ja. So hingeschrien, als ich gerade was aus dem Kofferraum geholt habe. Hm. Das ist hier nicht die Rallye Monte Carlo. Das war schon ein bisschen flott, hat er gesagt. Was ich gesagt habe, war einfach nur, ah ja. Nee, das war schnell. Ah ja, habe ich einfach nur gesagt. Hm. Und so abtropfen zu lassen, weil ah ja sagt, I don't give a shit. Aber ich habe von dir gelernt, du sagst doch dann einfach, können Sie mir Ihren Schaden benennen? Ja, aber ich muss ja auch mal ein bisschen variieren. Und heute habe ich einfach mit Arroganz geantwortet, naja, und Widerwärtigkeit. Aber der Schaden ist ja ganz klar. Er hätte überfahren werden können. Ja, genau. Aber ich habe ihn ja gesehen. Ja, nur Moment. Es ist hier ein Unterschied. Man kann ruhig mit 80 in die Garage fahren. Warte doch mal. Nee, vor allem musst du ja, um auf deinen Parkplatz zu kommen, noch so eine richtige scharfe S-Kurve vor. Und da habe ich das Auto voll im Griff gehabt. Ja, aber du driftest praktisch um die Kurve. Anders geht das ja nicht. Ja. Ja, und es gibt einen Unterschied zwischen. Oder gibt es jetzt auch schon Tempolimit in der Garage, Klaas? Ja, klar, gibt es das. Ganz normal. Und es gibt nämlich einen Unterschied zwischen tot, darüber kann man sich beschweren, wenn man beispielsweise tot ist, wegen sowas. Ja, den kann man Aber wenn man zum Beispiel nicht tot ist, darf man sich auch beschweren über Lebensgefahr. Ne, da muss man das ja nicht. Das würdest du ihm die Welt nicht geben. Aber er hat ja durchs Parkhaus durchgerufen. Ja, also war er gar nicht in unmittelbarer Nähe. War nicht in Gefahr. Aber er hat es so für sich individuell so eingeschätzt und das habe ich respektiert. Und in Aja steckt ja auch so ein bisschen drin, ja, ist vielleicht was dran, aber so. Verfatzt dich, lass mich in Ruhe. Haben wir jemals drüber geredet, dass die halbe Firma wirklich Angst um dich hat immer? Nee. Sobald du das Auto besteigst? Ja, das ist ja typisch. Haben wir das? Du fährst wirklich wie eine zittrige Omi, aber dir macht es ganz großen Spaß, anderen zu unterstellen. Endlich bin ich mal kein Teil eines Konflikts. Jetzt, ich kann richtig wie der Typ in der Klasse, wenn sich die zwei Idioten, wenn die so aufeinander losgehen und so sich prügeln und man selber weiß genau, man kriegt keinen Ärger und trotzdem hat man jetzt keine Stunde Deutsch oder so, weil die zwei ja vorziehen, super Stress zu machen.
Und so fühle ich mich gerade. Jetzt kann ich mich zurücklehnen, ein bisschen auf dem Stift rumkauen und mal gucken, was passiert. Also aber redet doch mal darüber, welche besser Auto fahren. Aber ich lasse jetzt auch schon die Luft raus, weil als moderner Mann bin ich offen für deine Kritik. Okay. Nee, es ist ja nur, wir sorgen uns halt um dich. Ja, das freut mich. Das ist ja erstmal was Gutes. Eine Sorge ist ja, das heißt, ich liege euch am Herzen. Richtig, aber was halt immer unheilvoll ist, ne? Egal bei was, ob man den K2 besteigen will oder eine Fernsehshow macht oder ins Auto steigt. Es ist immer dann gefährlich, wenn maßlose Selbstüberschätzung kombiniert wird mit Tatrigkeit und eigentlich gar nichts können. Und das ist nicht so liebevoll, dass du dich so sorgst. Und es ist nett, dass du das mal so offen ansprichst in der Runde. Warum verdippst du mir so den Spaß, Jakob? Ja, da vielleicht ist da was dran. Vielleicht nehme ich mir da zu viel vor und sollte es überdenken. Ja. Vielen Dank, Schmidt. Mehr will ich gar nicht. Ja, absolut. Du hast jetzt einen Samen in mir gepflanzt. Und so ist es ja. Kritik ist ja auch ein Geschenk. Und ich werde jetzt mal drüber schlafen eine Nacht und einfach das mal bei mir sagen lassen. Und ich glaube, dass ich schon morgen beide Autos verkaufe. Du bist doch ein rhetorisch so gewandter Mann. Moment, warum musst du ausgerechnet am Anfang des Podcasts das Bild erschaffen für uns alle, dass Schmidt in dir Samen pflanzt? Geistige Samen, Klaas. Also mit dieser kindlichen Penela-Humorhaftigkeit kommst du nicht durch eine Folge Lanz und Precht. Und ich möchte uns jetzt hier so ein bisschen auch praktisch in diese Bildlichkeit der Sprache nehmen, die dieses Erfolgsduo so nach vorne katapultiert. Hast du mal mit Thomas Martins darüber gesprochen, wie du Auto fährst? Wäre das auch jemand, der mich da praktisch verbessern könnte in meinem Wesen und meinem Sein? Ja, das ist auch ganz einfach. Das sind so Kleinigkeiten wie nicht jeden Meter abstoppen. Wenn du nach links guckst, fährst du auch nach links aus Versehen. Wie meine Mutter, wenn sie Mario Kart spielt. Dann hat sie den Joypad in der Hand. Was sie oft macht. Ja, dann fährt sie und dann fährst du immer so, dann guckst du, ach guck mal, wir müssen links abbiegen und dann fährst du aber nach rechts und dann suchst du hier einen Schlüssel und dann hast du hier noch einen Kaffee im Schoß, dann stoppst du ab, dann fährst du wieder 100 km/h, dann stoppst du wieder ab, weil es ist ja 50. Ich bin schon, muss ich sagen, also es ist schon trotzdem interessant, sich das anzuschauen. Zum einen deine Callcenter meets Therapeut. Ja, das ist ja so ein bisschen deine Haltung gerade. Nee, so. Weil ich höre aus Schmidt einfach nur die Sorge raus um mich. Ja, das ist zeigt es ja auch, wirklich. Das zeigt ja immer, dass ich ihm wirklich sehr wertvoll bin und dass ich jemand bin, über den er sich Gedanken macht. Du bist der Leiter der Kundenzufriedenheit von Baywatch Berlin. Ja, Marcel Davis. Marcel Davis, genau, von 1&1 oder hier von Baywatch Berlin. Und du begibst dich jetzt, und das muss ich auch sagen, sag mal, mit einem Schwimmflügel am linken Arm in unruhige Gewässer. Wieso? Weil du jetzt hier anfängst, über Autofahren zu reden, was ja nun nicht dein sogenanntes Steckenpferd ist. Fahre ich euch nicht männlich genug, oder was? Oder wo? Nein, du interessierst dich dafür gar nicht. Du machst es nur, um zu stänkern. Du machst es nur, weil du Bock hast auf Stress. Nee. Und ich finde es interessant. Nee, weil ich mich sorge. Und ich weiß das ja, ich möchte das ja auch wertschätzen, weil ich mag diesen Charakterzug an dir, um zu sagen, ist so langweilig hier, jetzt lass doch erstmal ein bisschen Ärger machen gucken wir mal, was passiert. Nein. Nein, du bist aufgeflogen. Und weil ich mich so sorge um dich, möchte dir das Geschenk geben, dass du mal rauszoomst und so ein bisschen drüber nachdenkst, welche Freude es dir macht, andere Menschen zu provozieren. Das kannst du einfach mal mit dir so ausmachen. Den Samen namens Zwietracht hat er wieder überall hingesaut hier. Ihr seid solche, es ist wirklich, und dass du dich gemein machst mit wirklich dem miesesten Autofahrer auf den Straßen. Ich habe das ja gar nicht gewertet. Schmidt, ich konnte dir besser folgen, als du das bewertungsfreier vorgetragen hast und einfach getragen von der Sorge um mich. Jetzt merkt man doch sehr, dass die Maske fällt und dass du einfach nur provozieren willst. Jetzt muss ich sagen, also der Letzte, der beim Auspacken die ganze linke Seite zerschrammt hat, war ich. Ja. Oh. Und richtig nur mit 3 km/h beim Ausparken. Oh. Und dann bin ich so ganz lange an so einem anderen Auto so entlang. Und dachte noch so, was ist denn das für ein Geräusch? Kennst du das? Ja. Wenn man so das Geräusch, und es geht immer weiter, man denkt, das hört ja gar nicht auf, das Geräusch. Bis man immer merkt, oh, das Geräusch bin ja ich. Ja, und dann steht man da. So ist es. Ach ja. Ne? Ach Leute. Was los? Ich möchte kurz eine Sache sagen, damit wir mal aus der Provokation rauskommen. Ich möchte die Chefin der Woche küren. Die Chefin der Woche ist nämlich Spanx-Gründerin Sarah Blankley. Und sie ist deswegen für mich die Chefin der Woche, weil sie etwas ganz Fantastisches getan hat. Sie hat jetzt in dieser Woche einen großen Erfolg gehabt, also ein Teil des Unternehmens wurde verkauft. Spanx sind doch so Unterhosen, ne? Ja, das sind so Unterhosen, die formen den Leib. Also sie sind in der Body Lage. Body Shaping Wear. Zum Beispiel jetzt, wenn ich es tragen würde, dann wäre das folgendes Effekt, dass mein Bauch, der noch da ist, auf den Rücken gequetscht wird.
Und so würde ich halt von vorne 10 Kilo noch leichter aussehen, weil mein Speck am Hintern am Rücken ist. Nein, das ist so, dass praktisch, wenn das jetzt flexibel genug ist, ist dein Bauch von vorne, wird flächendeckend wie eine Art Panade auf den ganzen Körper verteilt. So hochgekriegt. Und dadurch fällt es nicht mehr so. Also ähnlich, als wenn man sich eine künstliche Glatze aufklebt und dann werden die langen Haare so flächendeckend über den Kopf verteilt und dann fallen sie in der Masse nicht mehr so auf. Und dieses geniale Kleidungsstück hat die erfunden und das ist natürlich ein Welterfolg, weil wer will nicht. Nur nochmal zum Verständnis. Also mein Bruder erzählt immer, dass sein Sohn, der hat, wenn der Dünnschiss hat, ne? Ja. Dann kommt es ihm an den Hals raus. Ja, so ähnlich funktioniert. Nur damit ich das in das ist ein bisschen so. Das ist, als wenn du, genau, das ist, wenn du, genau, das ist im Prinzip wie sowas, dass man es platt liegt. Und dann irgendwann kommt es dir dann, gut, bei Kindern ist jetzt das Problem, dass der Popo vom Nacken teilweise nur 30, 40 Zentimeter entfernt ist. Ne? Das ist eine baubedingte Unart. Ja, das ist einfach, das ist. Aber einfach, selbe Funktionsweise. Selbe Funktionsweise. Wird einfach verteilt. Ja. Genau, genau, nur ohne den Gestank, nehme ich an. Richtig. Und wollt ihr jetzt wissen, warum sie die Chefin der Woche ist? Ja. Nur erzähl das mal. Mache ich gerne. Sie hat, aber weißt du, sowas hört man immer nur in der Zeitung. Es ist so fern, ne? Also, es ist so herrlich, was sie gemacht hat. Sie hat gesagt, Mensch, liebe Mitarbeiter, ne? Ihr seid ja auch Teil von meinem Erfolg. Und deswegen schenke ich euch First-Class-Tickets to Paradise. Nämlich egal, wohin ihr wollt. Ich zahle euch die First-Class-Tickets. Und dazu gibt's noch 10.000 Euro pro Nase zum Verprassen. Und deswegen sage ich, sie ist die Chefin der Woche. Wie viele Mitarbeiter hat die denn? Da möchte ich noch so ein Jingle drunter. Also ich sag mal, sie, weil ich heute die tiefe Stimme habe, direkt hier live. Hier habe ich einen neuen Knopf. Hast du direkt hier Hand gepflückt? Sie ist die Chefin der Woche. Und wie viele Mitarbeiter hat die? Die hat ganz viele Mitarbeiter. Weil hier jetzt, also nur mal so, um es in Relation zu setzen, ja, weil danke, dass du fragst das. Hier bei der Florida, mal so als Beispielgröße, arbeiten nur 100 Leute. Sie hat einen Weltkonzern, ganz viele Leute, also ganz viele Leute kriegen 10.000 Euro. Da haben sich ja ganz viele Leute ganz schön angestrengt, dass das ein Weltkonzern wurde. Nee, dass die vielleicht sogar ein Aktienunternehmen sind. Nee, da haben die Tag und Nacht gebuckelt. Geh diesen Weg weiter. Sehr gut. Ja. Da sind die nicht um 18 Uhr nach Hause gefahren und noch sehr schlecht nach Hause gefahren. Nee, das kann man so nicht sagen. Sehr eigentlich, wenn man es genau nimmt, dann hat sie halt diese eine gute Idee und die wird halt ausgemolken bis zur Milliardärin halt. Ja. Die Idee, wohlgemerkt. Ich möchte kurz auch auf ein Thema, was wir immer mal wieder haben, hier verweisen. Ich habe nämlich eine Mail dazu bekommen und die wollte ich einfach nur vorlesen, weil die mir so eine Freude gemacht hat. Und da geht es um... Das ist wieder eine Provokation jetzt. Nein, überhaupt nicht. Geht es im Sommerhaus? Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Beruhig dich. Ganz ruhig, mein Freund. Hold your horses. Manchmal geht es auch einfach hier nur um ganz normales Miteinander reden und gemeinsame Freude. Mhm. Wir müssen sowieso jetzt mal, das meine ich total ernst, auch wenn ich Spaß daran habe, wenn du ihn hier so ärgerst. Ne? Wir müssen jetzt mal damit aufhören, auch du. Wir müssen alle damit aufhören. Ich, du, er, alle gleichmäßig. Oh Gott, das ist die größte Frechheit. Seit 100 Folgen. Was soll man denn noch machen? Seit 100 Folgen trampelt ihr Stereo auf mir rum, ne? Gebt mir Namen, gebt mir Echsen, gebt mir dies, gebt mir das. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich einmal die Stimme des Volkes erhoben und jetzt kommst du, trampel nicht auf Jakob Lund rum. Also da können wir die Zuhörer mal fragen, wie sehr man denn auf Jakob Lund rumtrommelt. Hör mir doch mal zu, du Affe. Ich habe gerade gesagt, das fand ich schön heute nochmal, so zum Abschluss, dass du auf ihm rumgetrampelt bist. Hat mir noch mal ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe noch ein paar Trampler gut. Ich wollte, ja, nun ist doch gut, nun hör doch mal auf jetzt. Ich habe nur insgesamt gesagt, es wäre doch jetzt einfach schön, wenn wir mal wieder dahin zurückkommen, uns gegenseitig wieder mehr Freude zu schenken, als immer nur Ärger. So, das ist ja auch mal für die Abwechslung, für die ZuhörerInnen vielleicht auch ganz gut. Ja. So, und jetzt habe ich also mal irgendwann mal vor, was weiß ich, habe ich über meine Lieblings-Currywurst-Bude geredet, den Wurstpaten. Ne? Mhm. Das ist ja diese Trailerpark, wo man auch essen kann. Ne? Ja. Das sieht ein bisschen aus wie da, wo Eminem bei 8 Mile gewohnt hat. Nur da brauchst du an irgendeinem gelb gerauchten Fenster, muss man klopfen und dann geben Komm, die einem Würste da, raus. Die geben die einem dann Würstchen raus, so ein Glory Hole, wenn die so rausgesteckt. Immer wenn du dir deine Frühstücks-Currywurst holst, bist du erstaunt, dass die Polizei das noch nicht platt gemacht hat. Bei Köpi Räumen hat klar so einen Schreck gekriegt. Du, deine Wurst. Nicht den Wurstpark!
Nee, aus Versehen. Ja. Das ist ja direkt um die Ecke. Ja, direkt um die Ecke, wo man sagt, guck mal, da hinten steht auch noch was. Ja. Ne? Und das, wenn du schon mal mit dem Rollpanzer da bist. Ne? Liebe Polizei, seid da wirklich achtsam und behutsam. Die Köpi gerne platt machen da, aber den Wurstpaten bitte stehen lassen. Er sieht genauso aus. Er sieht eigentlich aus wie so ein Themenpark. Nee, eigentlich sieht es aus wie so ein Freizeitpark mit dem Thema Wagenburg, wo man dann auch Wurst kaufen kann, wie in einem normalen Freizeitpark. Mhm. Das ist da alles, vielleicht gibt es auch noch Slushies oder es so. Es gibt nur zu viele scharfe Kanten beim Wurstpaten, wo man sich sehr verletzen kann, wenn man sich da falsch abstellt. Das ist richtig, ja. Ist ja jetzt auch egal. Aber auf jeden Themenpark. Fall, die Currywurst-Themenpark. Currywurst-Themenpark, ja. Oder Berlin als Freizeitpark, wo man dann so, weißt du, wie Europa-Park, gibt es ja auch die verschiedenen Länder. Da ist ja jetzt, ich glaube, Skandinavien ist mal vor kurzem abgebrannt, ne? Aber ansonsten gibt es ja da so alle Länder, das ist ja die Idee, ist ja logisch beim Europa-Park, ne? Da kannst du dann nach Schweden, nach bist du hier und da und bla, Frankreich. Und dann kannst du aber vielleicht in Berlin auch die einzelnen Stadtteile dann so als Miniatur. Ne? Mhm. Und da ist dann zum Beispiel Wagenburg oder überhaupt besetzt, das ist dann so ein bisschen wie so die Geisterbahn, wo man durchlaufen muss. Wo es auch mal sein kann, dass einem so ein 500 Kilo Klappbett von oben als Polizistenfalle mal in die Schnauze knallt. Und die langweiligen, das, wo man so im Schwan sitzt und übers Wasser fährt, ist dann Steglitz. Das ist Steglitz, genau. Wo nichts mit passiert. Den Kindern hin, das sind so die Tassen, die sich so drehen. Wo man sich so ausruht von der Achterbahnfahrt. Ja, genau. Die man in Friedrichshain erlebt hat. Ja. Wo man mit Oma dann auch hingehen Berghain kann. Berghain-Express dann und so. Genau, das gibt's dann da alles. Ja. Naja, können wir ja mal drüber nachdenken. Ja. Das ist, wenn ich fertig bin mit meinem Giga-Projekt Wangerog. Ja. Das war so witzig. Das muss ich kurz erzählen, bevor ich zu der eigentlichen Geschichte komme. Ja. Letztens hat, warum auch immer, unser Kollege Benny hat mir eine SMS geschickt und mal hat zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe oder wie ich jetzt drauf komme, nur wir überlegen gerade was und da gibt es so eine Idee, die wir gerade haben und da fiel mir ein, hattest du nicht mal eine eigene Insel bei Dubai? irgendwie hast du da nicht irgendwas aufgeschüttet? Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich so, meinst du das jetzt ernst? Ja, ich weiß nicht mehr, irgendwie hast du mir das nicht mehr erzählt, dass du dir eine Insel bei Dubai gekauft hast oder gebaut hast oder so. Dann habe ich gesagt, Benny, bist du bescheuert? Das ist eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe bei Baywatch Berlin, dass ich eine ostfriesische Insel neu aufschütten wollte und da für die Scheichs da Wattwanderung anbieten. Das war Quatsch. Ich habe doch keine eigene Insel bei Dubai. Bist du komplett gehirnamputiert? Man traut dir hier im Büro offenbar einiges zu. Jetzt stehen die da mit ihren Kameras. Ne? Die haben gedacht, weil sie wahrscheinlich irgendwo im Burj Khalifa oder sonst wo, Burj Al Jarab oder so, haben sie wieder keine Drehgenehmigung gekriegt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, der Klaas hat doch eine eigene Insel vor Dubai. Genau. Vielleicht können wir da irgendwelchen Unsinn drehen. Ja. So haben die gedacht, ich schwöre es. War schon eine von New Angels, war schon auf dem Weg. Ja, genau. Ja, musst du umkehren. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja. Also was einem zugetraut wird. Also nochmal für alle zum Mitschreiben, ich habe keine Insel vor oder bei oder neben Dubai. Und auch dieses Ding, was aus dem Weltraum aussieht wie The World, gehört mir auch nicht. Oh. Na ja. Ja, nicht mal Holland gehört mir auf diesen. Die gehört nicht mal ein Stern oder der Mars oder so. Nicht mal das. Ja, nicht mal der Mond. Aber dir gehört eine Nachricht im Postfach. Mir gehört eine Nachricht im Postfach zum Thema Wurstpaten, weil ich das immer so erzählt habe. Can it get any Wurst? Es gibt ja auch andere Leute, die gerne zum Wurstpaten gehen und da hat mir einer geschrieben. und ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber es ist einfach so eine in sich so schöne Nachricht, die möchte ich gerne vorlesen. Da hat einer geschrieben, das mit den Wurstpaten kann ich nur bestätigen. Da habe ich immer in meinen Pausen gegessen, als ich 2008 mit 17 im Bürogebäude daneben Vodafone-Verträge am Telefon verkauft habe. Mein Chef hieß Arni, hatte keine Haare und immer einen zu großen Anzug an. Meine Kollegin hieß Jackie, J-E-C-K-I-E, und hatte zu Beginn der Schicht eine leere Birne und eine volle Flasche Rotkäppchen und zum Ende genau andersrum. Sie hatte einen Hund. Der hieß Fotze. Frag den Wurstpaten. Das ist nicht ein Hund namens Beethoven, sondern ein Hund namens Fotze. Die Berliner, ich komme aus Kreuzberg, du. Ja, das ist ja wirklich die. Tolles für Schlaglicht. Für so Berliner so Kinder mal so ein schöner Familienfilm. Papa, können wir Fotze behalten? Ich gehe auch immer mit dem raus. Okay, du darfst Fotze behalten, aber nur, wenn du dich um Fotze kümmerst. Müssen wir die nächste Summer Priest da am Wurstparten machen? Nee. Fotze hat mich gebissen.
Wir müssen Fotzes Nägel schneiden. Zum, beim Tierarzt. Fotze kriegt eine Wurmkur, ey. Wir müssen jetzt aufhören. Das ist, gut. Das ist aber, hey, wirklich, als ich meine Katzen zum Tierarzt gebracht, ja, ne? Du kriegst ja so einen kleinen Pass. Und dann, ne, die fragen dann ganz lieb, wie heißt denn das kleine Kerlchen? Fotze! Okay. Und Mann, ich hatte irgendwie den Plan heute, dass wir so intelligente Unterhaltung machen. Ja. Und dass es auch mal gute Gedanken gibt. Ja. Und dass wir so ein bisschen auch bei Lanz und Precht halt praktisch von den Siegern abschauen können. Mhm. Weißt du? Stattdessen haben wir hier so, Kult, ist ja wirklich prollig heute. Ja, Entschuldigung. Wenn Kult, Konsti und Pfeife, wenn die zu viel lachen, weiß man, man hat einiges falsch gemacht. Einiges falsch gemacht. Ja, ja. Weißt du, was wir deswegen machen können, um es trotzdem mit Lanz und Precht mithalten zu können? Ich habe die größte Weisheit aus der aktuellen Folge mir aufgeschrieben. Rausextrahiert, rausgepresst wie sonst meine Bohnen. Ne? Ja. Und das lese ich jetzt einfach mit meiner aktuell kurzzeitig geilen Stimme vor. Ja. Und dann haben die Leute praktisch auch so ein kleines Schmankerl. Können wir dann noch weiter fabulieren darüber? Dann können wir weitermachen, weil dann haben wir praktisch 10% der Blödheit so weggedampft. Ja, ja, Moment. Aber können wir dann über diese Erkenntnis, die du da hast, können wir dann noch, weil das machen die ja auch. Einer sagt eine Sache. Ja. Und dann wird 10 Minuten danach noch darüber geredet, nachdem eigentlich der Punkt schon längst gemacht wurde. Das heißt, du kannst jetzt praktisch die Pointe des schlauen Gedankens, ja, liest du ja vor, also die Erkenntnis, dieses Extrakt der Klugheit. Und dann erzählen wir erst den Hergang. Das können wir versuchen, aber es ist tatsächlich wirklich ein schlauer Gedanke. Also da fand ich wirklich irgendwie klug. Richard David Precht kommt nämlich zu folgendem Satz in der aktuellen Folge. Das Irreparable am Leben ist der Überdruss. Was? Ja, man müsste jetzt halt auch mal mit äthiopischen Mönchen irgendwie einen Tee getrunken haben, dann kann man da jetzt was... Lass doch mal über Fotze reden. Herr Kleine Kläffer. Wir müssen ganz kurz eine Sache im Internet abschaffen. Wir müssen wirklich eine Sache im Internet abschaffen. Was denn? Aber wir sind halt so ein bisschen übellaunig, aber ist ja auch okay. Also Folgendes geht mir richtig auf die Murmel im Internet. Ja? Mhm. Also es ist ja so, wenn man einen Instagram-Account hat, ja, dann stellt man sich sein sogenanntes Feed, wie wir Erwachsenen sagen, wie coolen Internet-People, so zusammen. Ne? Mhm. Das wird sowas sein, ist ein Mix aus Freunden, die man gern mag, die man kennt, irgendwen, dem man halt so folgt. Dann gibt es Leute, die gruseln einen, deswegen folgt man denen gerne, ne? Und dann gibt es so, glaube ich, auch für jeden individuell so Spezialthemen, die einen ebenso interessieren. Jetzt da sagen wir mal, irgendwelche Inseln in der Karibik oder Porridge, was weiß ich, Uhren, Autos, weiß der Teufel. Ja, da hat man so Spezialaccounts, die man folgt. Ja. Und um die geht es mir heute. Ich möchte, dass die Instagram-Welt versteht, ob sie selber als Content-Creator einen sogenannten Spezialaccount betreiben. Und zwar, wenn du zum Beispiel der Heini bist, ich folge so einem Typen, der macht so Latte-Art. Also der zeigt dir in jeder Story, wie man aus geschäumter Milch so Muster in den Kaffee macht. Und da kann ich mich für interessieren. Ja? Musst du dich gar nicht für interessieren, Klaas, du würdest ihm einfach nicht folgen. Jetzt passiert kann aber der Wurstpate auch. So, du könntest zum Beispiel dem Wurstpaten folgen und dann kriegst du alles macht halt zum in die Soße. Thema Wurst. Ja? So ein Baum. Und was ich jetzt auf keinen Fall möchte, und das ist mein Aufruf, ist, wenn diese Leute, die Spezialaccounts machen, auf einmal glauben, dass man, weil denen viele Leute folgen, dass man sich persönlich für sie interessiert. Ach so, ja. Weil das ist absolut nicht der Fall. Mir ist heute Morgen richtig, ich bin stinksauer geworden, mir ist fast der Kaffee aus der Hand gefallen, weil der Kaffeekannen-Typ, der Kaffee-Latte-Typ, auf einmal Content reingestellt, wo es ein bisschen so um ihn persönlich ging. Und da war ich kurz davor, ihn auch wirklich zu beschimpfen, also auf unflätigste Weise, sowas wie, du Arschloch, lass das sein, interessiert keine Sau, zeig bitte Muster in Milch. Weil das ist der, auf alle diese Spezialleute. Kannst du das als Basler einmal machen, denn? Pass mal auf, ihr Spezialleute, wenn ich dir folge, weil du einen geilen Dreier-BMW fährst, dann will ich nicht wissen, was du noch für eine Katze hast und wie du einen Garten pflegst. Ich will alles zum Auto, was für Felgen packst du drauf, wie hast du den getunt, das will ich wissen. Und was du da mit deiner Tante AKW-Kuchen machst, das geht mir wirklich am Arsch vorbei. Ja, ist die Message angekommen. Ja, ja total. Aber ist das nicht eigentlich nur so die Internetübersetzung von so Berufen, die dann berühmt werden? Also zum Beispiel wie so ein Kultkoch.
Oder ist doch eigentlich so. Also ein Koch, der erstmal Koch ist. Stimmt, ja. Der dann aber auch noch eine Sendung kriegt und auf einmal will man wissen, was hat er für Schuhe an oder so. Ja, aber man will es ja gar nicht wissen. Das ist ja die Fehlannahme. Ja. Man will es ja gar nicht wissen. Ja, das ist wie so ein Koch, der auf einmal so Krempel einschätzt, ob der was wert ist. Ja, und dann kriegt man Händlerkärtchen. Ja. Ja, sowas, ne? Oh, das ist ein Teller aus der aus dem späten Rom. Da kriegst du 24 Euro für das Händlerkärtchen. Habt ihr so Krimskrams? Habt ihr Zeug, was schon 3-4 Mal mit umgezogen ist, wo ihr euch irgendwie nicht von trennen könnt? Ja. Das Räudigste sind die MTV Home Badeschlappen. Oh, die haben doch wirklich einen Kult. Die haben schon vier Umzüge mitgemacht. Ich kann sie nicht wegwerfen. Vor allem, die sind ja nicht mal aus Plastik, sondern das sind so welche, die man auch im Hotel kriegt, ne? So aus so Textil. Ja, ne? Also, irgendwelche habe ich doch. Schublade. Aber irgendwelche habe ich doch jetzt verlost. Waren das nicht deine? Das waren die. Stimmt, ja. Du hast sie verlost. Die sind weg jetzt. Wo hast du die denn verlost? Die habe ich im Büro stehen. Nee, die hast du nicht mehr im Büro stehen. Die habe ich verlost. Ich brauchte was zum Verlosen. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt. Ja, dann sind die jetzt nicht mehr mit umgezogen, Schmitty, ne? Es ging um, ich bin baff. Ich bin richtig baff. Ja, es musste schnell gehen. Ich musste einen persönlichen Gegenstand für einen guten Zweck verlosen. Aber es ist ja gar kein persönlicher Gegenstand. Doch, das war ja meine Sendung. Das ist ja mein persönlicher. Das ist Schmittys persönlicher Gegenstand. Das war doch meine Sendung, ich habe das ja wohl moderiert. Ja, aber das Moment mal, die gehören ja auch nicht die Mitarbeiter einfach so. Das sind ja auch nicht Menschen, die dir verlose gehören. Ich ja auch nicht. Ich würde ja die Mitarbeiter, würde ich ja nicht auf die Idee kommen, die im Internet zu verlosen. Bist du jemand, Klaas, was wir jetzt praktisch in Folge 99 oder so erst erfahren, ein Typ, der das Konzept von Eigentum gar nicht anerkennt, weil er sagt, es gehört doch eh jedem alles. Nee, das war meins. Bist du so einer? Also nein, nicht meins in dem Sinne, sondern es waren wahrscheinlich deine Schlappen, ne? Ja. Wie definierst du denn Eigentum eigentlich? Das wäre ja mal eine interessante Frage. Also wenn man das jetzt so lange nicht benutzt, und wenn man jetzt, wie sagt man, benutzt? Ich möchte erstmal seine Definition von Eigentum gerne hören. Nein, jetzt, ich als Jurist bin da höchst interessiert. Nein, so genau kann ich dir das jetzt was nicht sagen. Was lange nicht benutzt. Aber, nein, aber Schmitty, ist es doch, wenn ein Gegenstand, wie heißt diese Aufräumtante, wie heißt die? Die Aufräumfrau. Nee, sag doch jetzt erstmal was. Wie heißt denn die, ich will jetzt mal eine Frage beenden, dann kann ich das doch erst beantworten. Wie heißt die Aufräumfrau? Von Netflix. Ja. Marie Kondo. Marie Kondo. Sag die nicht, wenn ein Gegenstand, wenn du mit dem ein Jahr nicht mehr kommunizierst oder irgendwas. Hör auf, meinen Computer abzubauen, du Affe. Was denn? Den hast du lange nicht gemacht. Den habe ich gestern angemacht. Zieh jetzt nicht da das Kabel raus. Das geht nicht. Zieh nicht das Kabel da raus. Ja, was kann ich denn noch hier mitnehmen? Die Bücher packe ich mal ein. Ja, die kannst du mitnehmen. So, was nehmen wir? Ja, aber dann nimm was die ist mit den Preisen? Die hast du auch lange nicht benutzt, die Preise. Was doch, die habe ich angeguckt. Der Fernseher war hier noch nie an. Was der mit der Sonnenbrille da? Den Fernseher kannst du auch mitnehmen. Was mit der Uhr in dem Kasten da? Die kriegst du ja wohl. Welche ist das? Ganz lang nicht benutzt, die Uhr. Ja. Ne? Da ist keine Uhr drin. Doch, hier. Nein. Die teure da oben in dem Kasten. Da ist keine drin, das ist nur der Kasten. Die Uhr ist beim Reparatur. Und hier das Bild an der Wand, ne? Ja. Das habe ich ja schon mal angemeldet, dass ich das ganz schön finde und gerne hätte. Das hast du lange nicht benutzt. Nein, es ist in seiner Funktion, wird es jeden Tag benutzt. Ja, und genau so in der Funktion waren die Badeschlappen. Quatsch, die waren nämlich im Büro. Hast du gebadet und damit geschlappt? Nee, ich habe mich erinnert an eine schönere Zeit. Die waren nicht zum Erinnern. Das war die einzige Freude. Alter. Du willst mir doch jetzt nur nicht, ein Bild ist dafür da, gemalt zu werden und dann dazu hängen und angeschaut zu werden. Das passiert jeden Tag. In seiner Funktion als Bild wird es benutzt und zwar täglich. Bitte mal kurz als Zitat hier abklammern, ein Bild ist dafür da, um gemalt zu werden. Das hätte ich gerne so schöner Stück. Ja, das können, wenn das Brecht, nimm das. Wenn das Brecht sagt, wollte ich gerade sagen, dann kriege ich es hier wieder eine Woche später wieder aufgetischt und dann soll ich da mal drüber nachdenken. Ne? Aber wenn ich mal so eine super Weisheit, weil ich praktisch intellektuell es gar nicht in meinem Kopf halten kann, weil es mir einfach so rauspoltert. Was ich sagen will ist, du hast weder gebadet noch geschlappt mit denen und zwar sehr lange nicht und nun sind sie weg. Nein, ich finde das eine ganz, ganz faszinierende Eigentumsdefinition. Was ist eigentlich mit diesem... Hast du da alle Kabel jetzt rausgezogen? Was ist mit diesem einen Auto, was du selten fährst? Hast du auch lange nicht benutzt, ne? Soll ich das heute Nachmittag abholen bei dir zu Hause? Ich habe keine Autos. Alle Autos, mit denen ich gefahren bin, wurden mir geklaut und damit musst du ja wohl auch klarkommen. Habe ich mich hier großartig darüber beschwert? Ich habe gesagt, sie sind weg. Und dann kriegt man 3 Wochen später einen Zettel von der Staatsanwaltschaft. Wir haben probiert, ihn zu finden, nicht geschafft. So läuft das nämlich. Und die wurden alle geklaut. Alle Autos, die ich nicht benutzt habe. Also im Sinne meiner Definition offenbar von Eigentum habe ich bereits diese neue Welt erlebt.
Und da habe ich hier gesessen unter Tränen. Nee, ich habe gesagt, es ist wie, weg. Wie kein in Bang Boom Bang, ne? Der Sohn vom Kampmann. Ja, ne? Der 1903 muss er mal bestellen. Und dann muss er den, wäre die Polizei noch ergründet, wie es passieren konnte, dass sein Auto zerstört wurde, will er schon den 1903 bestellen. Ja. Und so, so Vibes kommen. Dann wollen wir den Pianka mal anrufen, 1903 bestellen. Ne? Ja. Und dann sagt er doch, kann ich nicht glauben, dass du mein Sohn bist. Möchte mal gerne wissen. Mit welchem Alkoholiker deine Mutter damals rumgefügelt. Ja. Weißt du, was interessant ist, klar. Also es ist kein Einschlafen-Podcast heute, ne? Gestern waren Schmittis Eltern bei uns in der Sendung, ne? Also jetzt haben sich die Sendung angeschaut. Ich hab die gesehen. Wir haben die gesehen und haben gegrüßt und haben kurz geplaudert, ne? Und jetzt möchte ich einfach nur dich auf etwas aufmerksam machen und du machst dann was draus, ja? Also wir haben Schmitti und seine Eltern noch alle umarmt und verabschiedet in den sogenannten Abend. Ja. Ne? Und jetzt, wenn wir mal gucken, was ist aus dem Abend rausgekommen? Einmal mal so, ne? Mhm. Dann sitzt Schmitti hier aufgequollen mit einer 1,5 Liter Flasche Wasser, sieht völlig verblötscht und verdetscht aus. Ja, das fällt mir jetzt erst auf. Was ist passiert? Also, ja, stimmt. Weil Thomas, Schmitti wollte doch nur mal kurz mit den Eltern essen gehen. Ja, ja, warte. Also, es war so, ich komme aus der Sendung raus. Mhm. Und dann kam Thomas schon, also normalerweise rennst du da nicht so hektisch herum. Aufgescheucht war. Richtig aufgescheucht, ja. Da wo sie mir das Mikro wieder abnehmen. Ne? Also ich gehe dann so neben die Zuschauertribüne. Dann ist er ausgeknipst. Ja, dann kommt einer und Akkus raus. Zieht mir die Batterien raus und dann kann ich nach Hause. Und da bist du schon, das ist ein Ort, wo du nie bist. Und da bist du so rumgelaufen. Und dann hast du so irgendwie, um deine Checkliste abzuarbeiten, hast du gesagt, hier, das sind meine Eltern, hast du die auch mal gesehen? Wir müssen los. Und dann konnte ich denen wirklich... Nur weil ich wirklich schnell umgeschaltet habe, konnte ich denen ganz schnell mal Hallo sagen. Ja. Und dann waren die auch schon wieder weg. Ja, und dann, ja, wo seid ihr dann hin? Ach so, nee, ihr wolltet dann essen gehen. Genau, ihr wolltet fein essen gehen. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal, was passiert ist. Wo wart ihr denn essen und wie lang? Und war Essen wirklich die Haupttätigkeit? Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Also ich habe da, meine Eltern, die haben auch viel mitgemacht mit mir. Es war nicht immer nur alles Sonnenschein, ne? Da gab es auch mal lange Gesichter. Wir haben auch viel mit dir mitgemacht. Wann gehen wir essen? Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich lade sie, wenn sie jetzt mal wieder nach 2 Jahren im Grunde das Haus nicht verlassen wegen Pandemie und jetzt durch die Impfung war es wieder möglich, auch mal mich besuchen zu kommen. Da dachte ich so, ich lade sie mal zum Essen ein und zwar sowas richtig Feines. Nicht bei Pizza Hut. Nicht bei Pizza Hut, sondern in Jakobs Wohnzimmer. So. Und da habe ich noch einen Tisch bekommen, aber der war, weil ich ja nicht über Kontakte verfüge. Na. Musste ich mich da ganz normal um einen Tisch bewerben und den habe ich dann bekommen. Und es war dann 18.30 Uhr. Und ihr habt da rumgedödelt mit der Sendung und da hat das bis 17.30 Uhr habt ihr da noch da. Oh, Entschuldigung, Schmitti. Rum aufgezeichnet. Du hättest mal sagen müssen, dann hätte ich den einen gesagt. Der Crow kann nach Hause, Schmitti muss los. Crow schaffen wir heute nicht mehr, der soll nächste Woche nochmal kommen. Oder praktisch übers Handy auf dem Weg nach Hause kann er noch einen singen. Ja. Ja, nee, du, hätten wir früher dich gemacht. Ich weiß, ich muss was sagen. Aber ich wollte euch da nicht nerven. Und deswegen war diese Begrüßung ein bisschen kurz, weil ich sie direkt ins Auto und wir waren schon unter Zeitdruck. Es war ein einziges, war wie bei Speed mit Gerd Mühlchen. So war das. Irgendwie in diesem Tisch. Nur, dass du immer wirklich Strich 50 fährst. Genau. Man hat auch in dem Restaurant dann schon so eine Deadline gekriegt. Also, die haben gesagt: Ja, wir geben ihnen den Tisch, aber da um 8:30 sind sie wieder raus, ne? Ja. So, und deswegen Gas geben. Und dann habe ich ist das kurz? Und dann war ich mit meinen Eltern da essen. Und da habe ich mal alles versucht, so gut zu machen. Also, wenn die Kummer hatten, habe ich versucht, da eine Auster für hinzulegen. So, weißt du? Und ich habe das Jakob-Lund-Programm genossen. Das heißt, wir haben mit Espresso Tini angefangen. Der Saft der Götter, ne? Ja, so hast du's gemacht. Ja. Und dann gab es noch ausgewählte Weine, auch auf Empfehlung von Jakob. Und am Ende noch so ein bisschen abgerundet mit Williams und so. Man muss extrem aufpassen, also sage ich tatsächlich jetzt mal als Zusatzinfo zu der Story, die jetzt gleich weitergeht. Mhm. Wenn man also jetzt aktiv seine Eltern besoffen macht, ob das immer so eine richtig gute Idee ist. Ich habe das mal mit meinem Opa aus Versehen gemacht. Das endete damit, dass er dann mit dem Auto fahren wollte am Ende und durch so ein kleines Loch geguckt hat in der zugefrorenen Scheibe. Na, aber die Schmittis sind sehr vernünftig. Übrigens, Definition von besoffen fällt mir gerade ein, ist, man isst ja wahrscheinlich an so einem Abend so ungefähr jeder 800 Gramm bis 1 Kilo Essen, ja? Und wenn man praktisch mehr Liter
als Essen in Kilo reingedonnert hat, weil ein Liter ist ja ein Kilo, ne? Dann hat man da ganz schön wie die Raben reingebechert. Erzähl mal weiter. Also irgendwie hat das dann funktioniert, das Programm, und wir waren das Programm. Wir waren wieder einmal erfolgreich. Wir waren voll wie die Tümpelcreme. Ja. Alle drei. Alle waren, wir waren richtig blau. Ich war sogar so blau, dass ich es irgendwann für eine gute Idee gehalten habe. Ich zeig meinem Vater mal das Raucherzimmer. Ach. Ja. Das ist ja. Du als Nichtraucher, das ist ungewöhnlich. Ich als Nichtraucher, ne? Und dann bin ich mit meinem Vater da hingegangen und auf einmal hatte ich irgendwie vergessen, dass der Rauchen gar nicht gut findet. Und dann bin ich da reingegangen und dann lag da eine Packung Zigaretten. Aha. Und da habe ich gedacht, so, da steckst du dir mal eine an. Und da ist mein Vater wie ein Sechsjähriger, der hat den Raum gesehen, hat ihn gerade bewundert, was da für Bilder an der Wand hängen und so, und sieht mich mit der Zigarette, die ich da gerade gefunden hatte in der Hand, und dann rennt er raus, und rennt raus wie so ein Sechsjähriger zu meiner Mama und hat gepetzt. Ja. Und wie viel Ausdauer musstest du dafür nachschießen? Ich würde sagen, Vergehen? Wir haben einiges nachgeschossen. Es war wirklich bizarr, weil wann habt ihr mal mit euren Eltern so richtig dass man so richtig blau mit dem Taxi nach Hause fährt, den Taxifahrer, jeder hat den zugelabert. Ich bin aus dem Taxi direkt in den Park gerannt, weil ich da noch pissen musste. Meine Eltern sind darum. Es war wirklich, also die schämen sich jetzt zu Tode. Sie haben es natürlich top verhalten. Meine Eltern sind, die waren geht top. Gar nicht anders. Ja, das war top alles. Und dann war auch so in der Wohnung, meine Mutter hat mal ins Bett gelegt, die war schon sehr müde. Mein Vater hat noch ein bisschen Late Night Berlin geguckt, ich bin auch ins Bett gegangen. So, es war so eine Stimmung. Wirklich, also die hat man mit seinen Eltern nie. Das war herrlich. Ja, ich hab's auch schon. Also bei meiner Mutter ist es so, also, da kann ich mich sogar als Kind noch dran erinnern. Also ich habe ja so Glück gehabt, ne, das, und du ja offenbar auch, dass wenn deine Eltern dann irgendwie das so dann mal gemacht haben, dann werden die ja irgendwie witzig, ne? Ja. So, und das ist ja dann in Ordnung. Ja. Wenn die so lustig und kommunikativ werden und auch so ein bisschen emotional, ne? Meine Mutter, die nimmt mich dann ganz gerne in den Arm und sagt, dass sie mich auch lieb hat, ne? Und so, das macht die sonst auch. So Lachanfälle, die aber da braucht man in Norddeutschland ein Glas Wein für. Nee, nicht unbedingt. Nee. Aber es hilft, um das vielleicht nochmal häufiger, so ein bisschen noch 3 Sekunden länger im Arm bleibt man dann, schön. Ne? So, und das finde ich dann eigentlich so, ist ja ganz schön, warum denn nicht? Und, meinem Vater hatte ich das auch mal, also zweimal eigentlich. Einmal, da war ich aber noch relativ jung, da waren wir zusammen in Köln und da habe ich dann in der Altstadt, habe ich so ein ganzes, irgendwie so ein, ja, was war denn das? Ja, so eine Batterie praktisch an Kölsch wahrscheinlich, ne? Nee, nicht Kölsch, nee, mein Papa hat das getrunken und dann habe ich irgendwie so ein rotes Getränk mit so Schnaps. Ich weiß nicht, was mit so Lebensmittelfarbe. Ja, was man als Jugendlicher halt mag. Mexikaner, oder? Ja, so in der Art. Oh. Und dann habe ich auf jeden Fall noch gekotzt an dem Abend und so. Das hat keiner bei uns. Nee, das war also ganz okay. Und auch mal im Urlaub mit meinem Vater, dann hat er mir mal das erste Mal aus seiner Bundeswehrzeit erzählt. Interessante Geschichten, die es so noch nicht gab. Also da habe ich viele Erkenntnisse in Vino Veritas. Gab es schon ein paar interessante Geschichten dann, an die ich mich bis heute ganz gut erinnere. Und es wäre wahrscheinlich ohne diese, wie soll man sagen, lockere Zunge, die man dadurch kriegt, wären wahrscheinlich bestimmte Sachen nicht auf den Tisch gekommen. Und so haben wir mal alles besprochen. Ich bin mittlerweile ganz froh, dass es das mal gab. Wisst ihr, was mir da noch passiert ist in diesem Restaurant mit meinen Eltern? Ja, sag. Es ist ein bisschen schwierig. Ihr müsst jetzt mal mitdenken. Ja? Ihr müsst mich immer warnen, wenn irgendwas kommt. Ist da was passiert, dass ich mich da nicht mehr blicken lassen kann? Nee. Gut. Was? Aber entspannt. Vielleicht wo, ja. Also wo es justiziabel wird oder so ein bisschen so ein Geschmäckle und so. Ich muss jetzt aufpassen, dass also wir sollen nicht jetzt davor bewahren, dass in der Öffentlichkeit eine Straftat ausquatscht. Es ist keine Straftat, aber es ist unangenehm für manche Parteien. Aber wir, Klaas und ich können dann da nicht mehr essen gehen, weil du da du kannst da deine Austern fressen, das ist doch alles egal da. Ich habe wirklich, geht um was anderes. Jetzt ist ja dieser Tag, ich glaube gestern war der erste Tag, in dem sich der neue Bundestag zusammengefunden hat. Genau, heute ist Mittwoch, gestern war Dienstag, der 26. war gestern und da war der neue Bundestag das erste Mal zusammen. Genau, und das ist so ein Mix, also wenn ihr das auch so auf Twitter verfolgt, das ist ja so ganz witzig, ist wie Einschulung so ein bisschen, weil da ganz viele Leute, die noch nie im Bundestag waren und die dann auch so, man merkt so richtig, die sind auch noch jung genug, dass die so Fotos für die Eltern machen,
vor dem Adler, der da hängt und so, weil sie auch einfach stolz sind. Ich schwanke immer so zwischen ein bisschen peinlich, aber ein bisschen sympathisch. So, dass sie sich da so freuen und da so hin und dann müssen alle noch und machen auch noch ein Gedenkfoto und so. Ne? Und dann gehen die anscheinend abends, haben die dann auf den Tag, wollten die auch mal anstoßen. Also das war ja ein großer Moment für die. Ne? So, und dann an dem Tisch neben uns, also dieser Zufall. Ausgerechnet neben dir, wie auch für die, was für ein Pech. Neben mir setzt sich der Politiker aus dem Wahlkreis. Saarland, aus dem Wahlkreis, der erstmals in den Bundestag gerutscht ist und dann feiert er mit seiner Truppe, kommt da auf einmal Leute im Anzug, da kommen so 8 Männer rein. Ne, alle Mann, von unseren Steuern gehen wir Austern fressen. Selbes Alter, setzen sich daneben und dann begann eine Feier, die sie, glaube ich, so nicht gemacht hätten, wenn sie gewusst hätten, dass Wähler aus ihrem Wahlkreis daneben sitzen und sie sehr genau beobachten, was da serviert wird. Es wurde Kaviar serviert, es wurden Austern serviert, es wurden Muscheln serviert, es gab alle, das Steak konnte nicht groß genug sein, es war auch nicht das Billigste auf der Karte. Und dazu haben die da gesessen in ihren Anzügen und haben so richtig rumgemännert, ne? Und hier nochmal das Fleisch in der Hand und das und das. Und meine Mutter, die wurde kreidebleich. Ne? Die wurde kreidebleich und hat immer nur gesagt, guck mal, jetzt holen sie sich nochmal hier die Austern. Ne? Haben wir gewählt? Mit dem Taschenrechner daneben, Familie Schmidt aus dem Wahlkreis. Ein Albtraum, so. Und dann hat das ist echt das Gegenteil von so einem, wenn man so hört, der Politiker ist jetzt in Berlin und so und ist dann zuständig und muss mal wieder in den Wahlkreis, das sind aber die Scheißtermine, ne? Und dann muss man dann da irgendwo auf so ein Straßenfest. Das hat ja alles hinter sich. Naja, warte, aber der auch noch vor sich, ne? Ja. Und muss dann natürlich so ganz bodenständig da im Nieselregen da in die kalte Bratwurst beißen. So, ne? Genau. Und das ist ja so diese schöne Zugänglichkeit von Regionalpolitikern. Und klar. Wenn die dann weg sind aus dem Wahlkreis, dann heißt es hoch die Tassen. Offenbar. Ne? Ist ja ganz schön, dass man die Seite auch mal sieht. Mhm. Als Wähler vor Ort. So eine Art Wildcard im Leben seines Abgeordneten in Berlin. Also ich sag mal, die mehr von dem Bodenständig könnten sie an diesem Abend nicht erfüllen. Ne? Naja, hat auch keine Flyer wahrscheinlich dabei. Nee, und das jetzt, also wir waren ja alle gut angeheitert. Ne? Und mein Vater hat er sich gedacht, er muss den jetzt mal ansprechen. Ah, ja. Und dann hast du zwischendurch gesagt, bleib mal sitzen? Wir haben gesagt, lass mal sitzen. Da waren wir uns auch einig, meine Mutter und ich, dass der jetzt besser mal nicht hingeht. Ne? Nee, so. Aber wo soll das hinführen? Ja, und das ist, das hat, also man muss auch sagen, ich krieg Bauchweh. Ja, pass auf. Der Politiker, der hat auch noch auf der Nachbarschule mit mir Abi gemacht. Also selber Jahrgang. Na, immerhin. Und ich kenne ihn über ein paar Ecken so, ne? Aber er erinnert sich nicht mehr so. Ja. Und dann war alles gebannt, ja. Mein Vater ist sitzen geblieben, keiner hat ihn angesprochen, wir haben nur taxiert, genauestens taxiert, was sie so bestellt haben und sind dann irgendwie angetrunken aus der Lokalität raus. Und wer steht vor dem Restaurant und raucht gerade eine? Oh nee. Oh nein. It's mein wir Mark. Waren schon fast im Taxi. Dein Vater, hast du eigentlich mehr oder weniger schon, wie weißt du, wenn man so in so ein, wenn man von der Polizei verhaftet wird, wenn man so mit dem Kopf, mit der Hand auf dem Kopf auf die Rückbank gesetzt wird, so hattest du ihn schon fast im Taxi. Ich hatte ihn fast schon im Taxi, aber ehrlicherweise, ich bin dann hingegangen. Was hast du gesagt? Hat's geschmeckt? Was sagt man denn dann? Was hast du denn gesagt? Für 700 Euro hier gefressen von meinen Gelder. Oder was hast du denn gesagt? Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ne? Das habe ich nicht mal gedacht. Der soll doch feiern. Der hat einen großen Karriereschritt gemacht. Jetzt ist er in Berlin, ist raus aus der Currywurst. Also das muss man ja wirklich mal sagen. Ne? Also unabhängig, ich kenne die alle nicht. Ich verstehe da was keinen Spaß. Egal, nee, jetzt, was aber jetzt warte nochmal. Die jetzt, das kann ja wirklich so dieses, auch immer, dass so Politiker immer gezwungen werden, selbst wenn sie es anders leisten können, aber ich finde es total okay, wenn man dann mal einmal im Jahr nach Mallorca fliegt. Nein, finde ich okay. Ganz ehrlich, wie ich da, könnt ihr euch noch erinnern, als Thomas de Maizière Innenminister war, völlig fertig der Mann. Man hat immer das Gefühl gehabt, lass den mal einmal länger als 6 Stunden schlafen, gib dem ein Glas Orangensaft, dann macht er eine Woche Urlaub, musste dann auch wieder abbrechen, weil irgendwas passiert ist und sitzt dann da und man sieht ganz genau, er findet es nicht schön in seinem Hotel, aber bevor es noch Fotos gibt von ihm in einem 4-Sterne-Hotel,
wo er sich dann rechtfertigen muss, geht er lieber dahin und sitzt da an so einem chlorverseuchten Pool und trinkt irgendwie Bier aus dem Pappbecher, damit er auch ja nicht irgendwie in Verdacht gerät, dass es ihm da Spaß gemacht hat im Urlaub. Mhm. Das finde ich manchmal auch ein bisschen schön. Und wenn die dann da essen gehen und dann ist ja nun wirklich ein besonderer Tag, ja Herrgott noch eins. Nein, finde ich nicht in Ordnung. Ich fordere hier doch ein Restaurant Obergrenze für Politiker, möchte Politiker nicht mehr in Luxusrestaurants in Berlin sehen. Ich war neulich essen, da saß neben mir Doro Bär. Und das fand ich auch nicht in Ordnung. Die soll arbeiten und ansonsten wird bodenständig Hausmannskost gefressen. Ein ich will keine Restaurant. Politiker an der Auster sehen. Die brauchen ein eigenes Restaurant. Ja, aber wo es bodenständig zugeht. Wo es das gibt, was hier in Deutschland hergestellt wird von unseren deutschen Bauern, die da Tag und Nacht ackern und machen. Und da gibt's nicht aus Frankreich den feinen Wein. Da gibt's schön von der A, das, was übrig blieb, das kann man trinken und dann ist auch Schluss. Richtig. So. Das habe ich ihm gesagt. Was hast du denn gesagt? Na, ich bin hingegangen, habe gesagt, na, guten Abend, Herr Piep. Ja? Ja. Sie erinnern sich vielleicht nicht an mich, aber Sie kennen noch den ein gemeinsamer Schulfreund und wir waren ja auch mal auf dem und dem Geburtstag zusammen und so. Ne? Sie waren heute erster Tag im Bundestag, nehme ich an. Ne? Lassen Sie es krachen, ne? Ja, haben sie sich ja auch verdient. Ja, also, schönen Gruß noch. Und das war ihm so peinlich. Der hast du ihn noch angezündet? Er hat sich so, ja? Er hat sich so geschämt. Und dann kamen meine Eltern noch dazu. Ne? Und dann hat er da so, das tut mir auch fast wieder leid, das wollte ich ja gar nicht, aber er hat sich so gerechtfertigt dafür, warum er in dem Laden ist, warum er das ist und hat uns alle in einer Übersprungshandlung zu sich in sein Abgeordnetenbüro eingeladen für den heutigen Tag. Wir sollen doch da mal vorbeikommen. Das wäre ja gelebte Politik. Und dann haben wir gesagt, jo, ciao. Und dann sind wir in ein Taxi gestiegen und wieder heimgefahren. Gehst du da heute hin? Aber ist das wir fahren nicht hin. Warum denn nicht? Was sollen wir da? Der ist so beschämt. Der hat wirklich gedacht, ihn trifft der Schlag. Er hat es endlich geschafft. Er ist raus aus dem Saarland, ne, ist in der großen Stadt, ist hier dick und fett im Geschäft. Und dann sitzt Familie Schmidt am Nachbartisch. A blast from the past. Aus dem Saarland kommst du niemals aber raus. Aber sag mal, das ist, was ich aber auch cool finde, ist, da bist du da im Bundestag, hast es wirklich geschafft, hast da so ein Riesending und da gehst du mit den Freunden und im Anzug und so. Sieht irgendwie aus wie bei Wolf of Wall Street, so in meiner Vorstellung. Ne? Weißer Lamborghini hingefahren. Ja, genau, haben noch irgendwie mit dem weißen Lamborghini hingefahren, noch Zwergen werfen vom Toilettenbereich und richtig gute Laune. Ne? Ja. Und dann kommt da einer. Kommen die Dementoren aus dem Saarland. Und dann kommt da einer wirklich an, mit seinen besoffenen Eltern im Schlepptau und ist der Gewinner der Situation. Ja. Da ist irgendeiner, der kaum noch stehen kann, mit seinen betrunkenen Eltern und ist cooler als du. Was muss schiefgelaufen sein? Er tat mir leid. Es ist wirklich, also, und das muss man jetzt wirklich mal abschließen. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Das ist für die wirklich der Tag ihres Lebens. Sie sind jetzt im Bundestag. Das ist irgendwie, da arbeiten viele Politiker drauf hin, ihr ganzes Berufsleben. Ja, ja. Und dann soll der, also warum dürfen Entertainment-Fuzzis jeden Tag in so einem Laden abhängen und einem Politiker halt auch mal, wenn es was zu feiern gibt, die werden noch oft genug arbeiten. Also wirklich no hard feelings. Es war nur ein witziger Zufall. Ich finde, die dürfen da hingehen, die sollen das machen. Also warum denn nicht? Also warum denn immer nur die ganzen... Aber so viel Kaviar in Austern, ich weiß nicht. Also ach, also wirklich, jetzt lass das doch. Also es ist doch in Ordnung, können die doch machen, ist doch nicht so schlimm. Bei uns am Tisch gab es nur Brot und Wasser. Ich bin immer nur zu Hause, ich gehe gar nicht irgendwo hin. Ich bin immer, außer wenn Geburtstag ist, ne? Wenn Geburtstag ist, genau. Dann und auch wenn ich nicht weiß, was passiert, ja, dann kann ich schon mal in sowas enden. Aber normalerweise bin ich ja immer zu Hause und da finde ich es dann auch schön, dass man dann irgendwie diesen ganzen Stress dann irgendwie, ist auch weniger Stress. Was mir letztens aufgefallen ist, kann ich euch ja mal fragen, ob ihr auch so jemand seid, wenn ihr Gäste habt zu Hause. Ich bin mittlerweile als Erwachsener ein Zwischenaufräumer geworden. Ach, das ist ungemütlich. Ja, ist ungemütlich, ja, ich weiß. Mag. Aber ich weiß ja auch, ich sage das ja auch mit einer Art von Geständnishaftigkeit. Aber was ich eben auch nicht mag, ist, ich kann mich dann nicht in diesem ganzen Chaos, was dann entsteht, aus so dreckigen Tellern und Zeug und was dann da so alles auf dem Tisch liegt und teilweise liegt noch drumherum irgendwas und dann liegen die ganzen Jacken so gestapelt und keiner hängt die auf, geht mir auf die Nerven. Mhm. Und dann kann ich mich da nicht in dieses Chaos reinsetzen und dann auch was trinken oder mich angeregt unterhalten. Ich muss dann kurz 20 Minuten aufräumen, hoffe, dass die sich da miteinander unterhalten, sehr deutsch,
ist das. Und erst wenn ich das Gefühl habe, hier ist alles in Ordnung und ich kann wirklich mit einem Auge überblicken, was jetzt hier noch dreckig ist, weil ich das gerade selber dreckig mache, dann kann ich mich erst entspannen. Aber das ist dann wirklich Zwischenaufräumen und nicht so aufräumen, damit die Leute endlich gehen. Nee, das ist aber dasselbe, Schmidt. Man muss es denen sagen, man muss offen kommunizieren. Das geht nicht. Das muss ich wirklich sagen. Wenn man zwischenaufräumt, das ist das erste Signal, dass man sich als Gast zu verpissen hat. Und zwischenaufräumen macht auch so eine Unruhe, bringt das in den Abend rein. Ja, ja. Und es sagt ja auch aus, der Zwischenaufräumer ist, der ist gerade eben nicht so gefesselt vom Tischgespräch, dass er einfach so bereit ist, herauszutreten, um mal so ein bisschen die Arbeit zu machen. Ich mach's nicht. Keiner immer. Ist dem Zwischenaufräumer auch dankbar. Mhm. Man sagt so, oh, vielen Dank, dass du schon mal soll ich mit in die Küche. Nein, musst du nicht so. Das sind alles nur Höflichkeitsgelaber. Ich mach's auch nicht für die anderen. Der Zwischenaufräumer hat keinen guten Stand. Ich mach's auch nicht für die anderen. Ich mach's nur ausschließlich für mich, absolutes Ego-Ding, weil ich es nicht haben kann, auf die Essensreste zu gucken. Das geht mir, finde ich, unappetitlich. Da musst du aber weil du bist ja durchaus jemand, du erfreust dich ja an Gästen und du bist ja auch gerne in so einem geselligen Abend. Das wird sich immer beißen. Ja, ich weiß schon, aber man kann das ja auch besprechen so, weil das Ding ist, ich glaube, bei ganz vielen Sachen geht es nur dann schief, wenn man nicht merkt, was man jetzt mal offen ansprechen muss. Weil immer so eine Atmosphäre von etwas ausgeht. Wenn man nichts sagt, dann sind das immer so subtile Zeichen, die man dann zu deuten hat als Gast oder auch als Gastgeber, andersrum, ja. Und aber es sind ja subtile Zeichen sind ja nicht nötig, wenn man einfach sagt, was Sache ist. Ich räume das jetzt weg, weil ich eure Essensreste eklig finde. Ihr könnt aber hier bleiben und noch 7 Flaschen Wein trinken. Ich finde es schön, dass ihr da seid. Aber lasst mich eben 15 Minuten den Kram wegräumen. Ertragt die kurze Unruhe, um danach wieder Gemütlichkeit und Geselligkeit einziehen zu lassen, dann wäre das Thema doch erledigt, oder? Ja, ich finde das eh gut, wenn man die Sachen offen benennt. Das gibt es eigentlich sonst immer nur in Soaps. Also 80% der Soap-Probleme entstehen daraus, dass Leute einfach nur einen Anruf nicht gemacht haben. Und die sind dann über 30 Jahre verfeindet, anstatt das eben kurz zu klären. Das ist auch im neuen Bond ist es so. Da ist eine Frau, die Bond sehr liebt. Und da gibt es im Grunde am Anfang ein Missverständnis. Und dann sehen die sich 5 Jahre nicht. 5 Jahre nicht, ist kein Spoiler. Sie sehen sich 5 Jahre nicht. Und eigentlich wäre es so gewesen, nach dem Missverständnis, wenn Bond einfach 10 Minuten später so auf dem Rückweg zum Aston Martin, zum Zerschrampten, einfach mal das Handy rausgerufen hätte. Weißt du was, ich rufe jetzt nochmal an und frag mal, wie das gemeint war, was sie meinte. Warum ich mich hier so aufrege und 130 Leute mit der Maschinenpistole abknalle in den Kopf rein. Ich rufe nochmal eben durch und frag mal, wie es gemeint war. Wenn das passiert wäre der Film, glaube ich, 30 Minuten lang. Und das muss man, also deswegen will ich mich nur anschließen. Da kann man manchmal Leuten. Das ist nicht nur bei Bond so. Genauso war es auch mit diesem zu groß geratenen Pferd, das Martins Joko angeboten hat. Da gab es das auch Missverständnis. Da hat ein halbes Jahr. Das war eine Lüge. Ja, das war eine Lüge. Ja, das war eine Lüge. Das war was anderes. Das ist so eine Taktik. Ja. Nee, aber ich glaube, wenn man die Sachen so offen in den Raum stellt, wie du das dann machst, dann ist damit, kann man damit leben. Oder? Aber es entbehrt mich einer gewissen Schrulligkeit. Ja, das weiß ich ja, deswegen bringt es ja hier aufs Tablett. Und hast du mal überlegt, warum was dich ja stört, sind so die Essensreste auf dem Teller. Warum lassen denn die Gäste mal so viel auf dem Teller überhaupt? Nee, mir reicht schon so hingeschmierte Soße. Ah ja, okay. Finde ich schon eklig genug. Okay. Das ist einfach, weil man genau weiß, die sind jetzt mit dem letzten Stück Essen, sind sie da nochmal so drüber gewischt. Ja. Release-Tag ist ja von unserem Podcast Freitag und am Sonntag ist Halloween. Ja, so ist es, Schmitty. So ich warte noch die Rampe ab. So. Und bei mir ist Folgendes. Bei mir klingeln extrem viele Leute, also Kinder, Leute. Ne? Verkleidete Kinder. Und es ist so, dass ich dieses Jahr extrem lange überlegt habe, wie ich damit umgehe, weil Halloween ist dieses Jahr an einem Sonntag. Und sonntags werde ich eigentlich gern nicht gestört. Ne? Jetzt ist aber so, die Kinder klingeln, da ist nichts zu machen. Wenn du denen nichts Süßes gibst, dann schmieren sie deine Tür mit Eiern voll, dann hast du den Salat. Ne? Mhm. Wenn du ihnen was Süßes gibst, was irgendwie, ne, was wie es sich gehört, kommen natürlich mehr und mehr, weil Kinder sind wie Wespen. Wenn du eine Wespe am Kaffeetisch draußen hast und die weiß, da gibt's geilen Kuchen, dann sagt sie den anderen Bescheid, dann kommen die anderen auch. So. Und wie kann man, das ist für mich ein Lifehack und ich gebe das einfach mal so kostenlos hier raus, als die Schule des Lebens. Was kann man tun? Wie kann man trotzdem netter Nachbar sein, den alle mögen, ja? Die Kinder gut versorgen, aber auch dafür sorgen, dass sie nie wieder klingeln. Und die Lösung ist ganz einfach. Man kauft im Reformhaus gesunde
gesunde Süßigkeiten. Oh, oh nein. Die, und zwar, und das werde ich dieses Jahr machen. Ich kaufe solche Powerballs, die haben so eine Kalorien, eine Kalorie, die sind aus Datteln und Kokos und so grob geschrotete Nüsse, die dir so den Gaumen auffleischen. Und dann gibt es so ein paar Nüsschen und so, so richtig so, dass du mir die Schuld nicht nachweisen kannst. Ich könnte jetzt ja auch wie ein Nikolaus so Mandarinen und Walnüsse geben. Nein, es sind offiziell Süßigkeiten, es wird auch die eine oder andere Schokolade, aber so 90%ig dabei sein. Und das, da werde ich ungefähr 200 Euro für ausgeben, weil die Scheiße ist teuer. Und die schmeckt so beschissen, dass es nicht in Worte zu fassen ist. Dann kommen die ersten Kinder glücklich und sagen, ach Mensch, ihr Süßen, und du bist ein Gespenst. Süßes und, oder Saures. Und du bist wohl ein Zombie. Ja. Und dann sagt, hier, kommt mal ran mit euren Tüten. Jetzt gibt es mal eine richtig ordentliche Ladung Süßigkeiten. Und ich will euch noch eins sagen, ich habe extra darauf geachtet, dass ihr ganz alt werdet und gesund seid, damit ihr noch viele Halloweens erleben könnt. Nur bedient euch mal. Und dann gibt's da das, und dann essen die das so wie Evelyn Hamann in Loriot, wenn sie diese Riegel. Bestehst du drauf, dass sie es schon an der Haustür probieren? Nein, die müssen dann schon probieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. In meiner Wespentheorie ganz, ganz wichtig. Sie müssen dann schon in die erste Powerball so rein. Die sollen die Enttäuschung mit deinem Gesicht verbinden. Exakt. Und dann müssen die so rein. Ja, wollt er denn gar nicht noch mehr? Wollt er nicht noch mal zugreifen? Nein, nein. So, und dann spricht sich das rum, dann wissen die, Haus Nummer 2 gibt's nur Scheiße, der ist nett, der Typ, der meint es gut, aber da gibt's nur Scheiße, da brauchst du heute nicht klingeln. Und so ist das Problem komplett erledigt. Chapeau, muss man sagen. Perfekter Plan, ja. Chapeau, gibt's nichts. Ich habe letztens einen ganz tollen Grund gehört für, warum man irgendwo wohnen kann. Mhm. Guckt ihr manchmal Home and Garden TV? Nee, ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist ein eigener Sender. Der heißt so? Ja, HGTV. Kennst du? Schreibe ich mir auf Musik. Ja, gucke ich total gerne. Ist auch was für dich. Manchmal sind da ganz schöne Sachen dabei. Gibt es da Tipps für den Garten? Ja, für Garten oder für Einrichten und so. Ne? Es ist immer nur praktisch, wenn sie, also meistens in Amerika, und wenn sie es praktisch amerikanisch einrichten, ist immer hässlich. Und wenn sie sich dem europäischen Stil bedienen, dann kann es gut gehen. Ja. Ja, aber in der Regel sind die Häuser aus Papier und drin sieht alles aus wie in 80er Jahren und die haben dunkle Wie bei Roseanne sieht es eigentlich überall aus und dann kommen die rein und sagen, awesome, terrific, wir müssen ja gar nicht renovieren hier. Und dann hatten die zum Beispiel eine Familie, die hatten, und das war meine Theorie, so viele Kinder, dass denen egal war, dass die in Alaska wohnen. Ne, weil da war eh so, die haben so, da war so ein Durcheinander in dieser Familie, dass das eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Ne? Mhm. Und dann war es so, dass die sich dann entscheiden mussten, wo in Alaska sie wohnen. Und da ist wirklich überall immer gar nichts. Es sind irgendwelche Häuser und dann guckt man so in so ein, auf so eine Schneelandschaft und dann sagt die Maklerin, hier ist der Garten. Und dann sagen die, awesome Garten. Toll, super gut. Und dann waren die aber unentschieden, ob sie jetzt in die eine oder andere Stadt ziehen sollen. Und dann gab es aber den entscheidenden Tipp, warum sie dann doch sich entschieden haben für die eine Stadt. Weil, und das hat die Maklerin gesagt, wissen Sie, was hier ist? Und das hat sie wirklich überzeugt. Hier kann man auf jeden Fall sehr gut hinziehen, weil einmal im Jahr ist hier die große Eisskulpturenmeisterschaft. Und dann haben die gesagt, nein, wirklich, das finden die Kinder super. Dann ziehen wir hier hin. Und dann hat die Maklerin gesagt, und wissen Sie was? Es ist so kalt hier, Sie können sich die Eiskulpturen in den Garten stellen und die schmilzt nicht. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist terrific. Das ist awesome. Wir bleiben hier. Oh, das ist cool. So, das lieb. Ich sag, cool, könnte ich 15 Stunden gucken. Oh, das habe ich auch 15 Stunden geguckt. Das war so herrlich. Das ist wirklich das Beste, wenn du am Wochenende nichts zu tun hast. Auch wenn du so in so einem Zustand bist wie jetzt, ne, ist das Allerbeste. Entweder guckt man den ganzen Tag SpongeBob oder sowas. Mhm. Aber wenn man wirklich, also wirklich entspannen will, dann guckst du diesen Sender. Es ist alles herrlich. Manchmal sind sogar schöne Sachen dabei, dass man so denkt, ach, guck mal, tolle Kissen. Ja, irgendwie so auf so schöne Zierkissen, denkt man dann. Ne? So Gedanken, für die man Zeit haben muss. Das ist ja nun, das sind Gedanken, die hat man nicht. Sind wir jetzt im Zierkissenalter? Ja, man, genau. Und bevor wenn man aufräumt, macht man noch mit der Handkante so einen Knick in die Mitte. Ja. Und wenn man die Kissen wieder schön drapiert auf dem Sofa, macht man so einen Knick, haut man da so rein mit so einem Karateschlag und dann ist erst schön. Ja. Und wirklich, fand ich ein sehr gutes Verkaufsargument, dass es eine Eiskulpturenmeisterschaft dort gibt. Die wird einmal im Jahr ausgetragen. Ich habe mir jetzt auch mal für dich Eiskulptur notiert. Vielleicht lässt sich ja irgendwann mal was draus machen für dich. Ich finde das sehr eine gut. Überraschung. Ja.
Übrigens, nächsten Dienstag, da bin ich jetzt schon für aufgeregt, obwohl es fast noch eine Woche hin ist, kommen die Elevator Boys zu Late Night Berlin. Oh ja. Und die finde ich so faszinierend, sind ja ein großes TikTok-Phänomen, Elevator Boys, weil sie in Aufzügen so Videos machen, die spielen vor allen Dingen darin und sie können verführerisch gucken, so würde ich das formulieren. Also das sind, ist ihr Skill. Stell dir vor, Thomas, weil wir haben uns ja schon damit befasst und es ist jetzt nicht klassisch, du bist jetzt nicht die klassische Zielgruppe, deswegen dachte ich, präsentieren wir dir das ein bisschen, was das ist. Ich musste das auch lernen und bin jetzt großer Fan und begeistert. Eigentlich ist es das, was Lou Pearlman, wer erinnert sich noch an Lou Pearlman? Ein sehr zweifelhafter Boyband-Manager, der, glaube ich, NSYNC und irgendwie mit den Backstreet Boys zu tun hatte und jetzt irgendwie auch wegen sexuellen Vergehen irgendwie weggesperrt wurde. Also so ganz fieser Typ, ja, der irgendwann mal gesagt hat, Boybands, die wird es so lange geben, solange der liebe Gott kleine Mädchen macht. Da wird es dann auch die Boybands geben. Und die Boybands, die haben dann ja gesungen, damit die so einen Grund hatten, dann irgendwo auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Und dann haben die dann irgendwas gesungen und dann konnten aber die Fans und so, konnten die dann anschauen und hauptsächlich haben die dann geguckt und waren süß und haben gegrinst und hatten tolle Sachen an und waren hübsch. Und eigentlich ist der Teil, wo die singen, das Unnötigste an dieser ganzen Prominenz gewesen, weil darum ging es ja gar nicht. Das habt ihr erkannt und daraus wurden Joko und Klaas. Genau. Nein, das haben tatsächlich jetzt in der Weiterentwicklung so eine Leute, jetzt wie bei TikTok da, die Elevator Boys, haben das erkannt, dass es eigentlich eher darum geht, alles andere, also die vermeintlichen Nebensächlichkeiten einer Karriere, sind ja die heimliche Hauptsache der Karriere. Nämlich das Aussehen, das verführerisch Gucken, das Flirtive und das also Projektionsfläche für erste Verliebtheiten darzustellen. Das können die sehr gut. Und die davon haben, können wir nur lernen. Ja, davon können wir nur lernen und da wollen demütig. Wir von lernen. Demütig wollen wir lernen. Und macht ihr so einen Lehrgang dann mit denen? Ja, wir müssen mal gucken, was wir da. Aber ja, es geht darum, wirklich in Demut zu lernen. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Nee, weil das klang jetzt hier sehr wissenschaftlich, ne? Und sehr analytisch und kühl. Aber wir wollen demütig lernen von ihren Fähigkeiten. Genau, also es geht darum, dass man Leute wirklich mit einem Blick gefangen nimmt. Exakt. Und das können sie und das wollen wir dann auch mal ausprobieren. Emotional mit Blicken umarmen. Ja. Das können die. Und es wird schon so sein, wenn die Kamera die Elevator Boys so abschwenkt, ne, dann müssen sich die ZuschauerInnen darauf gefasst machen, je weiter die Kamera so einmal so von rechts nach links wandert, das wird es immer hässlicher. Ohne es zu wollen, sind wir so eine wir sind so eine Skala der Hässlichkeit, die bei mir endet. Meinst du, wie so diese Plakate, wo man die Evolution so sehen kann? Ja. Und am Ende läuft einer auf allen Vieren und das sind dann wir, ne? Ja. Das wird hart. Das kann wohl sein. Und die kommen also vorbei und die zeigen uns, weißt du noch, unser Freund, schöne Grüße, Jano, ne? Ja, der konnte auch so. Den Blue Steel hatte er. Jano hatte den Blue Steel und Jano konnte praktisch irgendwas machen und konnte so aufschauen und sofort verzaubern. Ja, wie Ryan Gosling, hat er gesagt. Wie Ryan Gosling. Er hatte recht, das war so. Der hat damit viel gearbeitet. Ja. Und das war, eigentlich war er damit ein bisschen vor seiner Zeit. Stimmt. Jetzt ist er natürlich im Zeitstrahl der Menschheitsgeschichte ein Tick zu verschrumpelt für TikTok, ne? Oh, du hast ihn noch. Er hat es immer noch drauf. Das habe ich ihm letzte Woche geschickt. Er hat den Blick immer noch drauf. Ah, liebe Grüße, ja, Ben Schabane. Liebe Grüße. Oh, da ist er. Ja. Er hat gar nicht geantwortet. Nee, der ist im Stress gerade. Der muss ganz viel drehen und ist in Action. Ja. Na gut. Ja. Trotzdem, wie gesagt, liebe Grüße. Liebe Grüße. Also, die gucken einfach geil. Na. Ja, also, wenn du das so sagen würdest, ne? Hat nichts verstanden. Hast du nichts verstanden. Es ist wirklich, man muss wirklich sagen, damit nimmst du diese ganze Kultur nicht ernst. Deswegen TV-Tipp, ganz objektiver TV-Tipp. Der Dienstag startet für euch da draußen wie folgt. 20.15 Uhr, Das Phantom, sensationell, fantastische neue Show auf Pro7. Steven Gätchen und ein paar prominente Freunde, Nora Tschirner, Edin Hasanovic, Caroline Herfurth, suchen einen Menschen, der unter einer Maske verborgen ist. Es gibt Hinweise, es gibt Spiele, alles was man braucht, ist da. In dieser Woche war es Lothar Matthäus. Mal gucken, wer es nächste Woche ist. Man hört aus ProSiebenhausen, fantastische Prominente haben sie für die Sendung verpflichtet. Also es wird ein Oha und ein Oho geben. Und dann direkt im Anschluss Late Night Berlin mit unter anderem den Elevator Boys. Da gibt es auch ein Oha und Oho. Ja, genau. Auf jeden Fall. Gestern hatte ich in der Sendung eine Zuschauerin, die hat mich richtig aus dem Konzept gebracht. Oh, ich habe jetzt überlegt, wie du es formulierst. Ja.
Wie? Das ist aus dem Konzept gemacht. Ja, total. Ja, mir ist aufgefallen, es gibt ja Leute, die haben manchmal so eine auffällige Lache, die so über alle anderen drüber lachen. Sie meinte so ein Das ist so das allgemeine Lachen. Das allgemeine. Es gibt irgendwie so ein flächiges Lachen. Ja. Alle lachen so gleichzeitig oder nicht oder so. Aber es ist irgendwie so eine, irgendwie so ein... Wie so eine Nordseewelle. Ja, genau, so eine Kakophonie aus Lachen und okay. Und dann gab es aber eine Frau gestern, die mit ihrer Freundin da saß, relativ nah auch an der Kamera, also auch nah an mir, gerade wenn ich am Anfang da vorne rumstehe. Und die hat immer so gelacht. Kann man auch hören. Wenn man sich bei Join die Sendung den deinen Stand-up nochmal ansieht und anhört, dann wird man dieses Lachen ganz deutlich vernehmen. Jetzt hört man, ich muss es auch ansprechen, weil man wirklich dachte, entweder stirbt da jemand oder jemand hat richtig Freude. Und die hat immer so und man hat richtig die, also ich hätte fast die Zigarettenmarke rauslesen können. Die Marke hätte ich. Man muss dazu sagen, dass in 10 Jahren haben wir immer, also in den Sendungen, die tollsten Zuschauer mit dem herrlichsten Lachen. Und es war jetzt erstmal eine Anomalie der Geschichte, kann man sagen. Total. Na, ich war ja auch, ich finde es ja auch gut. Also ich bin dann auch zwischendurch hingegangen, habe mich unterhalten mit ihr. Und sie hatte wahnsinnigen Spaß. Und ich meine, wenn die Sendung eins machen soll, im Idealfall, dann ist es Spaß. Und Lachen kommt von ganz tief unten, also speziell da. Und das ist ja ein tolles, eine tolle Reaktion erstmal. Und auch eine schöne Anerkennung für das, was wir da machen. Aber die hat mich auch dann irgendwann, hat sie mich so erinnert an Alf. Und das bin ich nicht mehr losgeworden. Ich sah dann immer, wenn ich was erzählt habe, sah ich Alf mit der flachen Hand so auf den Tisch hauen. Ne, so, null Problemo. Genau. Und irgendwie auf dem Weg zur nächsten Katze. Man muss es ja so sagen, ich meine, du verschenkst ja dort Lacher, ne? Mhm. Verschenkst ja ein Lachen. Und an diesem Gabentisch, da hat die einfach ein bisschen über die Maßen zugegriffen. So wie wenn es im Büro Donuts gibt, man nimmt sich einen halben und nicht drei. Ja, das stimmt. Aber wo ich gerade Alf sage, weißt du, mir dann im Zuge dessen, weil ich fange dann an nachzudenken, während ich die Sendung mache, denke ich über was anderes nach und ich habe dann so Alf im Kopf, weil die das irgendwie so gemacht hat. Und dann denke ich, während ich da meine Witze da aufsage, denke ich dann so über Alf nach auf Leitung 2 und dachte so, wie geil das eigentlich für den gewesen wäre. Guck mal, der ist doch damals mit seinem Raumschiff, ist der da bei den Tenners da in der Garage geknallt. Genau, ne? Genau. So, dann haben sie den gefunden und haben gesagt, den behalten wir. Oder ich weiß nicht mehr, wie das losging. Es gibt ja so die erste Folge, dann erschrecken sich alle und dann stellen sie fest, der ist ja gar nicht so schlimm. Und dann ist der da und dann... Im Haushalt. Ist der im Haus und wohnt da, ne? Und muss sich vor den Ogmonics verstecken, ne? Ja. Ogmonics für den Rest der Welt. Und dann darf er nicht raus, weil er ein Außerirdischer ist und nicht gesehen werden soll und so. Was macht also Alf? Alles per Telefon. Mhm. Alf hat eigentlich, entweder hat der CB-Funk sich dann irgendwann mal aufgebaut da und ansonsten hat er eigentlich alles, der war ja Mitglied im Automobilclub. Der war schon in der Pandemie, bevor wir überhaupt an Covid gedacht haben. Stimmt, der war richtig, Lockdown. Der war, genau, der war komplett im Lockdown und ich dachte jetzt, wir, guck mal, mit unserem Augenaufschlag, und auch Jano, ne? Wir kommen einfach so 10 Jahre zu spät für TikTok und können mit der, also ist so schade eigentlich, ne? Wir hätten das auch sein können, die Elevator Boys. Ja, zu spät, ne? Pech gehabt. Ja, ich jetzt nicht. Ja, vielleicht du. Doch, du auch. Ja. Und bei Alf ist es so, der ist so ganz kurz vor Internet. Ist der in den, bei den Tenners reingeknallt. Kurz vor Skype. Ey, der hätte eine VR-Brille gehabt. Der hätte alles machen können. Der hätte alles machen können. Der hätte bei Twitch streamen können, ein Star sein. Ja. Wie der, das Einzige, der Einzige, was er, der hatte nichts. Der hatte nicht mal Streaming. Nicht mal SMS. Es gab nicht mal richtige DVDs. Der hatte gar nichts. Er konnte nicht mal chatten. Der hatte einfach so ein riesengroßes Mobilteil praktisch von einem, oder manchmal sogar noch ein Telefon mit einem Kabel dran. Die arme Sau. Ja. Pizza bestellen, das war's. Ja. Ja. Und auf Melmark sind die ja offenbar weiter gewesen. Sonst hätte er ja kein Raumschiff gehabt. Tja. Was für ein Scheißpech. Das stimmt. Wirklich. Hatten wir das Thema mal, dass die Serie auch so ganz traurig endet? Ja. Hatten wir ja schon besprochen, ne? Wie das endet. Endet das traurig? Naja, der will dann zurück, also kurz gefasst, der will dann zurück nach Melmark. Es gibt das sogenannte Window of Opportunity, das Raumschiff wartet wie ein Taxi. Mhm. Und dann wird er aber wirklich kurz vorm Ziel von der Polizei weggeschnappt. Wie, und das war's? Das war's. Und so endet Alf. Kaputt gefoltert, ne? Der wird da aufgeschnitten und da wird geguckt, was da drin piept und schnarrt. Muss man nicht trauen. Ja. Area 51, da ist er noch. Da liegt er irgendwo. Das ist ja wirklich toll, das wusste ich. Haben sie ihn rasiert vielleicht sogar? Ja. Meinst du, wenn müssen man Alf... Müssen sie von Hannes Jenik gefallen, für Fernhalten. Das kennen die halt, der befreit den noch am Ende. Ja, ja. Ja klar, wenn sie Alf im Bikini anziehen und rasieren, ne?
Leute, ich würde jetzt mal hier aufräumen ein bisschen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ja, ja, die Essensreste müssen weg, ne? Ja. Soll ich da mal ein bisschen. Naja. Nee, warte, bleibt ruhig sitzen. Macht ihr weiter. Nee, ich muss auch jetzt mal los. War ja ein schöner Abend. Ja? Ne? Ja. Also. Ich will auch, es ist auch noch, ist so kalt. Ich muss morgen auch früh raus. Also, ich würde noch ein Glas Wein nehmen. Nee, ich muss ganz früh raus. Ich muss so früh. Das ist. Trinkst ist du das früh. Noch? Kann nee, ich das ich, Glas Wein austrinken? Nee, mach mal. Also, Klausi, mach's gut, ne? War schön. Ja. Tschüss. Ja. Nee, gut. Nee, ihr könnt gerne noch bleiben. Also, ich muss gar nicht früh raus. Ihr könnt auch noch schon. Ja, gut. Ja. Na denn? Gut, ja, dann. Dann packe ich's auch mal, ne? Danke, Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.